Yo guys, what's up, Double Gangster is back mit einem neuen Part von Wie spiele ich Tekken 7? So, das letzte Mal war ein Wiederholungspart und davor haben wir eher so besprochen, was sind die Attacken an sich, was ist Punish, was sind Frames, wie werden sie gerechnet. Und nebenher habe ich mir noch so Sachen aufgeschrieben, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ob ich es erwähnt habe, sind nur zwei kleine Sachen, deswegen machen wir das schnell. Und zwar, als ich gesagt habe, von wegen universale Rennattacken, also Running-Attacken, beziehungsweise Forward, Forward, Hold oder dreimal Forward, habe ich euch ja gesagt, es gibt den Slide mit Four. Dann gibt es noch Running 3, das ist auch universal. Dann, wobei ich mir nicht ganz sicher war, war Running 1 plus 2, also die Parade. Die geht wirklich nur mit 1 plus 2. Manche haben 1, manche haben 2 extra. Manche haben sogar Running Throw. Und was ich noch nicht gezeigt habe, ist, wenn man von der Running Position die Range nicht groß genug ist, dann passiert das. Ein Ultimate Tackle, beziehungsweise Running Tackle hier. Das haben manche Charaktere wie Kazuya und King und Paul haben das zum Beispiel einfach so, man kann das direkt von hier aus, bei denen ist es meistens Down Back 1 plus 2, machen die das, Josie hat das jetzt nicht. Und dann gibt es noch was anderes von wegen Launcher auf Counter, weil ich euch ja das gesagt habe, das wollte ich aber extra nicht in dem Part erwähnen, um euch auch, durcheinander zu bringen. Und zwar haben die zwei hier, deswegen habe ich sie genommen, Law und Josie nicht gerade gute Launcher, ja. Es gibt welche, die haben sehr wenig Frames, die sind nicht so krass punishbar und die kann man auch in vielen verschiedenen Variationen benutzen. Bei Josie und Law ist es jetzt nicht der Fall. Die sind sehr Launcher-schwach und deswegen, aber diese Attacken, diese Möglichkeiten haben viel mehr Charaktere. Neben Law und Josie müsste es noch Kazuya, Paul, King, King Brian, wer noch? Sehr, sehr viele Charaktere haben. Also die wenigsten haben es nicht. Zum Beispiel, welche Charaktere es nicht haben, sind zum Beispiel Heihachi, Jin und Devil Jin. Die haben dann eine besondere Variation, weil die haben da, die drehen sie sich, wenn sie vormachen. Ja. Und bei solchen Charakteren geht es nicht, aber sehr, sehr viele haben ihn den Magic vor. Ich habe jetzt Konter schon eingestellt und da seht ihr, ich mache ihn mal aus. Dein Gegenangriff nicht festgelegt. Ja, wenn vor normal trifft, passiert das. Machen wir aber auf Counter, ja, dann passiert das hier, Magic vor. Deswegen habe ich hier schon mal Gegenangriff eingestellt, ja. Und Magic Four ist halt der Vorteil, ihr steht, ihr macht einen eigentlich nicht punishbaren Move und ihr könnt direkt, weil es ein Launcher ist, ein Combo daraus machen, ja? So, das gleiche gilt für Law. Aufzeichnen. Ja, hier aufzeichnen, gut. Ne, das war nicht der, den ich aufzeichnen wollte, sorry. So, ich wollte ja gar nicht aufzeichnen. So, seht ihr? Hier. Und das nur durch sein Magic Four, ja? Wenn das Four im Stand auf Counter trifft und ein Launcher ist, sind so viele Sachen, dass es dann einfach Magic Four genannt wird, ja? Wartet mal, würde das auch treffen? Ja. So. Das ist das sogenannte Magic Four. Das, was ich aber eigentlich aufzeichnen wollte, war das. Gut. So. Und zwar, jetzt haben wir das, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Part. Und zwar, habt ihr ja gesehen, es gibt normale Parry, also Ausweichen. Es gibt ja nicht nur das Schützen, sondern das Ausweichen. Und es ist so, jeder Charakter hat eine spezielle Parry. Im Normalfall haben es viele nicht. Andere haben ein Reversal, wie zum Beispiel jetzt Asuka, die macht jetzt
Ich kann es euch mal bei Josie zeigen, weil die hat auch ein Reversal. Das müsste Back. Ne, OnePlus 2 müsste das sein. OnePlus 2. Wo ist denn OnePlus 2, bitte? OnePlus 2, na komm schon. Wo bist denn du? Oder war es nicht OnePlus 2? Ich meine, doch, OnePlus 2 ist es. Ja, nicht Controller-Einstellung. OnePlus 2. Towns. Da, OnePlus 2. Seht ihr? Die macht einen Gegenangriff. Also die fängt den Angriff vom Gegner ab und macht einen Gegenangriff. Das hat Asuka auch drauf. Jhin hatte das auch drauf. Devil Jhin hatte das auch drauf. Bei ihm wurde das geändert. Heihachi hat es in einer speziellen Form. Alisa hat es in einer speziellen Form. Paul hat es. Lina hat es. Brian hat es anders, Brian hat es genau wie Steve. Und zwar bei ihm geht es nur, wenn der Gegner schlägt. Da weicht er zuerst aus und wenn ihr nochmal drauf drückt, dann macht er erst den Gegenangriff. Ja, das sind sozusagen so die temporären. Jin hat zum Beispiel eins wie Law. Und zwar ist es bei Law so, wenn der Gegner angreift und ich mache das hier. Dann schubt er den Angriff nur weg. Mehr macht er nicht. Der Vorteil ist halt, ihr seid im Plus, ihr könnt punishen. Bei Law ist es sogar so, dass wenn dieser Parry durchgeht, er direkt in seine Stance kann, in DSS rein. Ja, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich ja mit Josie gerade nicht angreife. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, jeder hat seine spezielle Parry. Da müsst ihr gucken, meistens ist es Back 2 plus 4. Ja. Oder manche haben es auch als Back 1 plus 2. In anderen Variationen gibt es das eigentlich gar nicht. Außer sehr große Spezialfälle, wie jetzt bei Heihachi. Ich glaube, da war es Back 1 plus 4. Ja, aber da war es wirklich nicht wirklich ein Parry, sondern ein Charge-Up, der Angriffe abfangen und kontern kann. So. Das sind Parries, ja. Ihr weicht sozusagen ihr wirft sozusagen den Gegner seine Attacke weg. Und das Wichtigste an den Parries sind, dass nur Fäuste und Kicks geblockt werden können. Und jetzt denkt er sich so, hä? Nur Fäuste und Kicks, was meint er damit? Nein, ich meine nicht die Throws, nicht die Packer, sondern Sachen wie Headbutts, also Kopfschläge, Knees, also Knie und Elbows, also Ellenbogen, ja? Die können nicht geparried werden, nur Fäuste und Kicks. Okay? Deswegen, ihr müsst sehen, was euer Gegner oft macht. Und wenn ihr denkt, okay, ich kann mir daraus einen Vorteil erschaffen, dann parried ihr, sobald euer Charakter das drauf hat. King zum Beispiel hatte anfangs nur eine Kick-Parry, er konnte wirklich nur Kicks parryen. Mittlerweile ist es so, dass er Kicks und Fäuste parryen kann, aber jeweils. Weil normalerweise ist der Parry Command Back und Throw. Bei ihm ist der One Throw, also One plus 3, Back One plus 3 der Fist Parry und Back 2 plus 4, also der Two Throw, Back 2 plus 4, ist bei ihm der Kick Parry. Okay? So, jetzt wisst ihr da Bescheid. Und ja. Was ich euch halt sagen wollte, ihr könnt entweder so parryen oder eine wirklich universelle Parry, die zwar gut war, aber hier in diesen Spielen sehr, sehr gut ist, weil man jetzt danach ein Combo machen kann, ist die Low Parry und die sieht nämlich so aus, ja. Die kann wirklich jeder Charakter. Dragunov hatte zum Beispiel und Jhin hatte das auch als Stance, aber Dragunov hatte es als Stance, Armor King hatte das auch in der Stance, aber hier kann es wirklich jeder Charakter. Und ihr könnt wirklich daraus diesmal einen Combo machen. Ihr seht, wenn ich davor schon jetzt halte, dann passiert es nicht. Das wird nicht passieren. Ihr müsst es im richtigen Moment machen. Na komm. So. Okay. Das ist Low Parry. Im richtigen Moment Down Forward gleichzeitig drücken, damit genau der Command dabei rauskommt. Darum geht's. Und zwar nur im richtigen Moment, weil wenn ihr das spammt oder so bleibt, dann wird es euch nichts bringen. Null. Wie gesagt, ein Combo könnt ihr draus machen. Da könnt ihr gucken, welche Variation
auf welche Variation ihr Bock habt. Das heißt, ihr könntet sogar Parry, Groundbreak oder Wallbreak und dann erst Tailspin. Aber was noch viel wichtiger ist, ja, also Law Parry Tier und ich mache den Combo hier, ja. Na komm nochmal. Zack, 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 zack. So, 7 Hit, 37 Schaden. So. Dann gibt es aber noch ja den Low Block. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn ich alles Low Parryen kann, warum soll ich da nicht einfach, warum soll ich nicht auf den Low Block verzichten, ja? Und zwar geht es darum, da ist Law eine der besten Attacken, bei denen ich euch das Beispiel geben kann. Nein, nicht der Sidestep. Oder so sogar. Na komm. Habt ihr das gesehen? Der davor, der hat 37 abgenommen. Der hier hat 65 abgenommen. Und wann ihr sowas einsetzen müsst, ja, jetzt seht ihr den Vorteil, warum manchmal doch lieber Low Block als Low Parry. Weil wenn ich mich dagegen block, ihr seht, dass er sozusagen in einem Knockdown-State ist, von wegen, er kommt, geht nicht direkt zurück in seine normale Position, sondern da ist noch eine Animation dazwischen. Und dieses Zurückgehen plus diese Animation, ja, macht diesen Move on Block so negativ, dass selbst ein Hopkick als Punish ist, ja. Weil ein Hopkick hat 13 bis 14 Frames, ja, aber wenn dieser Move geblockt wird, ja, die Recovery Frame von diesem Block hier, von diesem Move von Law's Dragon Tail heißt es, ist viel, viel größer als nur 14 Frames. Also die negative Frame von diesem Move, die Recovery Frame, ist viel größer als 14 Frames. Deswegen kriege ich da auch locker einen Hopkick dagegen raus. Und genau deswegen gucke ich mir an, soll ich jetzt Low parryen oder soll ich Low blocken? Weil aus einem normalen Combo, ja, aus einem normalen Combo holt ihr viel mehr raus als aus einem Low Parry, weil der Gegner sozusagen schon umgeworfen ist. Ja, ihr könnt ihn danach nicht mehr launchen. Ich kann es euch zeigen. So, seht ihr? Ihr könnt ihn danach nicht mehr launchen. Das ist der Nachteil von Low Parry. Ja, deswegen müsst ihr wissen, okay, riskiere ich jetzt den zu blocken und zu gucken, okay, ich bin im Plus. Oder bin ich eher auf der sicheren Seite und mache Low Parry, habe ihn dann aber nicht so viel abgenommen. Das ist dann wiederum situationsbedingt. Wie viel Leben habt ihr? Wie viel Leben hat der Gegner? Was kann ich mir gerade leisten? Bin ich in Range? Ist er in Range? Ja, auf sowas müsst ihr da achten. Ja, darum geht es bei Low Parry. Weil ich kann euch mal ein anderes Beispiel geben. Machen wir. Nein, das wollte ich jetzt nicht nochmal aufzeichnen. Down4 sieht recht schnell aus, ja. So, Down4. So. Wenn ich jetzt Down4 block, ja, der muss eigentlich noch on guard sein. Ich habe jetzt vergessen. Oder ist Down3 schnell? Ich weiß es nicht. Ja, doch, Down4 sieht schneller aus. Gut. Okay. So, jetzt schützt er sich danach. Jetzt führe ich es mal aus. Ich habe doch gerade aufgenommen. The fuck? Aufnahme starten. So. Aufnahme abspielen. Seht ihr das? Da kriege ich kein Hopkick draus, gar nichts. Für ja, while standing vortrifft er noch, aber ich krieg da keinen Launcher raus. Und in dem Moment wisst ihr, okay, Low Parry ist die bessere Option. Okay? So, das ist wichtig zur Verteidigung, zum Movement. Und jetzt kommen wir zu den eher zu den Attacken, wenn es um sowas geht. Jetzt haben wir es bewegungstechnisch, jetzt kommt es, also movement-technisch, jetzt kommt es attack-technische, okay? Und zwar müssen wir jetzt erstmal, also das sind jetzt sozusagen
Hohe Basics, hohe Basics. Hier geht es nicht um Execution. Hier geht es nicht um irgendwas zu drücken, irgendwelche speziellen Moves oder sonst was. Sondern hier geht es wirklich ums Allgemeine vom Allgemeinen jetzt, ja? Nachdem jetzt die ganzen Moves, die ganzen Bewegungen, die ganzen Attacken, die ganzen Situationen und alles, ja? Jetzt kommt wirklich das Basic von dem Basic und das ist manchmal wirklich das Wichtigste neben dem Movement, ob ihr es glaubt oder nicht, ja? So. Und zwar fange ich an mit Key Moves. Auf Key Moves solltet ihr achten, wenn ihr euren Charakter perfekt spielen wollt. Ja, was sind jetzt Key Moves? Was sind jetzt Key Moves? Und zwar, Key Moves sind ganz simpel ausgedrückt. Nehmen wir mal die Komboliste. Gucken wir hier durch. Josie hab jetzt ausgenommen von den Throws und diesen ganzen Special-Dingern, hat sie ja 68 Attacken, da steht's, 68 Attacken, ja. Und von diesen 68 Attacken, die zu nehmen, die am besten durchkommen, die besten Launcher, die am wenigsten punishbar sind, die euch in jeder Situation, egal ob offline, online, mit Lag, ohne Lag, am besten helfen, ja, die am meisten durchgehen, die am schwersten zu blocken sind, diese ganzen Kombinationen, das sind die Key Moves, ja, diese Schlüssel-Moves. Wenn ihr sozusagen, es kann eine Top 5 geben, es kann eine Top 10 geben, meistens ist es Top 10, also Top 10 Key Moves of Your Character, die Top 10 Schlüsselbewegungen bzw. Attacken eures Charakters, ja, ich spiele noch viel zu wenig mit Josie. Ich habe erst vor kurzem mit ihr angefangen. Sie gibt es erst seit Tekken 7. Ja, sie ist sozusagen move-technisch eine Nachfahrin von Bruce, wobei sie insgesamt nur vier wirklich ähnliche Sachen von Bruce hat. Ja, das wäre einmal Up, Forward 3 plus 4, Back 1 plus 2, dann die Stance, das sind 3 und Back 2, 3, 2. Wobei das animationstechnisch fast schon wieder ganz anders ist. Und es sind eigentlich so gesehen die einzigen Ähnlichkeiten zu Bruce. Und meiner Meinung nach, ich glaube, es ist anders, weil ich nicht mit. Ich kann es euch mit Lore zeigen, weil Lore ist mein zweiter Main eigentlich schon seit Tekken 3, beziehungsweise seit Tekken 2. Ja, mit Lore. Die Key Moves sind Magic 4, Down Forward 2 für den Launch. Für den Tailspin 3 plus 4, 4 und Back to 1 und dann DSS, DSS Forward 3 bzw. Forward 3 und DSS Forward 4, also Legend Kick. Dann noch Dragon Tail. Dragon Tail. Was noch? Ja, genau. Double Crouch Dash 3 für den Slide, der kann ihn nämlich im Stehen. Junkyard, Back 2, 3, ja, Back 2, 3, 4. Back 2, 3, 4. Was hat er noch für Key Moves? Das nicht mehr. Und wahrscheinlich noch Sidestep 3 plus 4. So. Das sind die Attacken, die nicht ich am besten finde, sondern. Egal wo ich spiele, gegen wen ich spiele, mit was für einer Verbindung ich spiele, das sind Laws, Attacken, die meistens nicht gepunished werden und die am meisten durchgehen. Die am besten eigentlich sind. Das sind diese Key Moves. Die könnt ihr für euch eigentlich entscheiden, aber eigentlich sind sie schon festgelegt. Es gibt im Internet eine Seite, die heißt Mishima Zaibatsu und da sind eigentlich alle Key Moves von jedem Charakter drin. Natürlich ändert sich das pro Spielchen, weil ja das System ja komplett geändert worden ist. Früher waren Lore Key Moves ein bisschen anders, jetzt sind es mittlerweile diese hier und bei Josie ist es genauso. Ja, das ist das Wichtigste. Also, wenn ihr einen Charakter für euch ausgesucht habt, weil ihr denkt, okay, der ist cool, den will ich spielen, dann anstatt Kombos und so weiter zu lernen, solltet ihr erstmal nach den Key Moves gucken. Und warum? Komme ich mit den Key Moves eigentlich erst ganz am Schluss und bin ich nicht von Anfang an gekommen? Ganz einfach, weil ich euch erstmal erzählen musste, was Movement ist, was Attacken sind, was Punisher sind, was Launcher sind, was Juggle ist, was ein Tailspin Move ist. Ja,
hätte ich euch das alles nicht erklärt. Dann hättet ihr zwar die Kimus gesehen, ihr hättet zwar gesehen, welche Attacken sie haben, ihr hättet aber den Sinn dahinter, wieso das überhaupt Kimus sind, hättet ihr gar nicht verstanden, wenn ich euch nicht das alles davor erklärt hätte, ja? Ihr müsst zuerst wissen, welche Properties haben diese Moves. Und dann erst kann man eigentlich entscheiden, okay, ist es jetzt ein Key-Move oder nicht? Ja, und wie gesagt, ist eigentlich schon festgelegt. So, seit Tekken 7 ist es nämlich so, Law war der Einzige, der, ich weiß nicht, ob seit Tekken 6, so war, seit Tekken Tag 1 auf jeden Fall, hieß es noch Armor Move. Und zwar der hier, ihr könnt ja sehen, wie Law so leicht so eine weiße Aura um sich herum kriegt, diesen weißen Rauch, ja. Das ist bei Tekken 7 jetzt der Power Crush. Und zwar, Josie hat auch einen Power Crush. Machen wir mal aufzeichnen. Aufnahmen starten, bam, bam, bam. Okay, abschließen. So. Josie hat auch einen Power Crush und zwar Down Forward 3 plus 4. Ja, diese Power Crushs werden in der Liste mit diesem roten Symbol gezeigt. Rotes Symbol hier, dieses. War dieser Armor, ja, es hieß eigentlich Armor, jetzt hier heißt es Power Crush, okay? So, da. Down Forward 3 plus 4. Und was bringt der? Ganz einfach zeige ich euch jetzt. So, wenn ich jetzt normal angreifen würde, na komm, dann würde er mich punishen währenddessen oder ich würde ihn abbrechen, ja? Ganz normal. Mache ich aber einen Power Crush, passiert Folgendes. Na komm. Warum fange ich so spät an? Nochmal. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe alle Attacken eingesteckt und bin trotzdem mit meiner Attacke durch. Ja, das ist der sogenannte Power Crush. Das ist sozusagen ein Panzer, den man für die Stringlänge des Angriffs hat. Ja? Na komm, Ulau, greif an. Was ist los? Habe ich abgebrochen? Ja. Na komm. Hätte ich das mit einem 10er-Hitstring machen sollen? Ja, komm. Nicht aufzeichnen. Ich glaube, da ist es besser. Nein. The fuck is wrong? So. Liste der Angriffe. Irgendwo ganz unten. Hier nehmen wir den hier. Okay. So, abspielen. Nochmal von vorn. Na komm. Was ist los, Josie? Ja, der war low. So, seht ihr, er hat angegriffen und trotzdem ist es durchgegangen. Seht ihr, ihr müsst es halt ein bisschen früher machen als wenn der Gegner, aber das ist eigentlich nicht situationsbedingt. Seht ihr, so, ich glaube, jetzt habe ich es oft genug gezeigt. Ja, er geht durch, ihr habt sozusagen einen Panzer, deswegen hieß es ja auch früher Armor Move, jetzt Power Crush. Und ihr steckt sozusagen den Angriff vom Gegner ein, kommt aber trotzdem durch. Das ist gut, wenn der Gegner wenig Leben hat, auf Rage ist, aber ihr wisst, okay, mit einem starken Combo oder sowas würde ihr euch platt machen. Da geht ihr nicht auf Verteidigung, da guckt ihr nicht irgendwie drum herum. Ihr macht einfach einen Power Crush und habt den sicheren Sieg, okay? Darum geht's. Und wie gesagt, ihr könnt es machen, während der Gegner angreift. Und jetzt kommen hauptsächlich die Nachteile vom Power Crush, weil die Vorteile habe ich euch jetzt geschildert. Die Nachteile von dem Power Crush sind erstens, wie gesagt, ihr müsst die Angriffe einstecken. Zweitens, warte, ich probiere es mal, ob es funktioniert. Nein, ich probiere es mal, ob es funktioniert. Abschließen. So. Abspielen. Na komm. Ja gut, ich glaube, das funktioniert hier nicht so gut. Noch ein Versuch, sonst sage ich es euch so. Ja, fast jetzt. Der hat getrackt. Auf jeden Fall ist es so, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich keinen zweiten Spiele gescheit dabei habe, weil bei Computer ist es etwas trocken, da geht es nicht so einfach, der macht es halt nicht richtig. Und zwar ist es so, solange der Power Crush geht, kann man mich angreifen
Und man kann deine Attacke, wenn sie aber nicht lang genug ist, ja, wenn sie noch gut im Plus ist, kann man immer noch ausweichen. Wäre das jetzt ein High, könnte man sich dagegen nach zum Beispiel 1-2 ducken. Man könnte, wie ich es hier versucht habe, sidesteppen. Man könnte auch, weiß ich nicht, nach hinten springen. Ja, Throne würde da glaube ich nicht gehen, aber man kann ihn ausweichen. Das heißt, man hat eigentlich völlig umsonst eingesteckt. Und der größte Nachteil von den meisten Power Crush, sage ich jetzt mal, ist das hier. So. Habe ich jetzt überhaupt aufgenommen? Ich glaube nicht. So, okay. Los geht's. Nochmal. Nochmal. Was denn los so? Habt ihr das gesehen? Fast. Da war ich zu langsam. Da war ich zu blöd. Da war ich zu früh. Und nochmal. Und nochmal. Das war zu früh. Okay, wenn es jetzt nicht. Aber ihr habt es ja eigentlich schon beim ersten Mal gesehen. Aber ist egal, dann probiere ich es halt mit dem Move. Da sieht man es. Ich wollte es halt nicht so eindeutig machen, aber egal. So. Abspielen. Nochmal. Komm, low. Habt ihr das gesehen? So, ihr habt es gesehen. Power Crushs, die Mid und Highs, die sind eigentlich alle Power Crushs sind Mid und High. Sind abzubrechen, indem man low getroffen wird. Ja, wenn ich jetzt den Power Crush mache und bevor meine Attacke sozusagen hittet, ja, wenn Law jetzt down four macht, wie ich es jetzt gerade aufgenommen habe, wird sie einfach unterbrochen. Das ist halt der größte Schwachpunkt von dem Power Crush. Es gibt auch andere Leute, wie zum Beispiel Jin, Devil Jin, den sein Power Crush ist down one. Das Ding ist down one. Dieses Down One ist zwar in der Mid, aber sie ist schon so low, dass es eigentlich, ja, es ist sehr, sehr schwierig, den Power Crush mit einer Low zu unterbrechen, weil ihr da richtig genau positioniert sein müsst und dann macht ihr lieber einen Sidestep. Also, das ist eigentlich eine der Ausnahmen, wenn es um solche Attacken geht, aber die, eigentlich alle Power Crush sind sozusagen low punishbar. Sie sind eigentlich auch gut sidesteppbar und ihr könnt kurze Strings, die euch im Plus lassen gegen diesen Power Crush, weil die Startup, das ist halt der Nachteil von Power Crushes. Sie haben entweder eine sehr lange Startup-Frame, eine sehr negative, das heißt, es dauert sehr lange, bis der Move erst losgeht, wie bei Josie hier. Seht ihr, es braucht ziemlich lang, bis er hochspringt. Und die Recovery-Frame, also wenn nachdem der Move getroffen hat, dass sie wieder sich im Normalzustand befindet bzw. schützen kann. Ja, da könnt ihr halt rumbasteln von wegen, wie nutze ich es am besten aus, wenn der Gegner Power Crush macht, so dass er ihn eigentlich gar nicht mehr benutzen will. Aber in einem richtigen Fight, in einem richtigen Fight, wenn es richtig abgeht, ja, dann werdet ihr nicht drauf kommen. Also da sind Power Crushs eher mehr positiv als negativ für euch. Ja, also wenn ihr sie benutzt. Das wäre ein Universal-Move. Soll ich das am Schluss lassen? Ne, dann zeige ich euch jetzt noch ganz besondere Moves, die nicht universal sind und eigentlich zu den schwersten Moves überhaupt gelten. Und dazu kommt eigentlich noch ein Move, den ich nicht flüssig kann, deswegen will ich ihn euch auch nicht zeigen. Aber ich will euch nicht zwei Beispiele geben. Ich gebe euch da ein Beispiel. Also die Moves, die Leute, die diese Moves drauf haben, soweit ich Bescheid weiß. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwelche vergesse, aber das ist dann wiederum nicht so schlimm. Und zwar geht es hier um Just Frames. Ihr werdet gleich sehen, was Just Frames sind. Meines Wissens nach so. Weil ich es nicht vergessen habe, sorry, wenn ich es vergessen habe, aber dazu werde ich wahrscheinlich sowieso noch ein Video, Combo-Video oder sonst was hochladen. Soweit ich weiß, haben Just Frames, die Charakter mit Just Frames, ohne irgendwelche speziellen Ansätze, Just Frames, Horang, Heihachi, Claudia, weiß ich nicht, bei der ist es die Rage-Art, ne? Jack 7. Brian,
Steve, Paul. Ja, ich glaube, das wäre es eigentlich schon, ja. Ich glaube, das wäre es eigentlich schon. Deswegen, Horlang und Heihachi haben eigentlich so gut wie die selbe Just Frame. Jetzt denkt ihr euch, Horlang, Heihachi, gleiche Attacken, what? Ist was anderes. Und als anderes. Ja, bei den dreien ist es fast das gleiche. Am krassesten ist es bei Brian, deswegen nehme ich dafür Brian. Da zeige ich euch das jetzt kurz, was Just Frames sind. Dann nehmen wir einfach die Arena hier, die ist mit Wand. Und es war eigentlich schon immer so, ich weiß jetzt nicht, ob sie das in Tekken 7 geändert haben, weil in der Comment-Liste, in der Befehlsliste, also diese Liste für Angriffe, wie sie ja heißt hier, war das so, dass diese Moves gar nicht dieser Liste drin waren. Nicht mal die Electrics, wo jetzt drauf steht, gedrückt halten, ja. Ich kann mal schnell durchgehen. Normalerweise, eigentlich, wenn er drin ist, dann müsste er auch in den letzten Kombos drin sein. Ja, aber so führt man den doch gar nicht aus. Oder habe ich blöd gesehen? Doch, er ist hier drin. Selbst die Just Frames sind mittlerweile hier drin. Respekt. So, eine Just Frame ist eigentlich nur eine Verbesserung von einer Attacke. Sie nimmt mehr ab, sie hat mehr Crushing Properties, sie ist besser für Splats, aber sie sind die schwerst auszuführbaren Moves, und das Deutsche ist ja schwerst auszuführbaren Moves in Tekken überhaupt. In Tekken überhaupt, okay? Und zwar ist es bei Horang Crouch Dash 4. Ja? Wenn ich einen normalen Crouch Dash mache, dann ist es Forward, Down, Down, Forward, 4. Also Crouch Dash 4. Okay? Will ich jetzt aber die Just Frame Version machen, und genau deswegen sind sie so schwierig und ich krieg die auch nicht jedes Mal hin. So Pro bin ich leider noch nicht. Hab's ja gerade hingekriegt, habt ihr den Unterschied gesehen? Hier nochmal. Normal. Ich hätte wahrscheinlich eine dunkle Arena wählen sollen. Und hier Just Frame. So. Gekennzeichnet sind diese Just Frames mit diesem blauen Glitzer, Glitter, Licht, Aura, wie auch immer. Ja, bei Brian werdet ihr das später besser sehen können. Aber dadurch sind Just Frames gekennzeichnet. Und die Just Frame geht nicht Crouch Dash vor, sondern die geht Forward, Neutral, Down, Forward, vor. Das war die normale. So, habt ihr jetzt gesehen? Forward, Neutral, Down, Forward, vor. Und jetzt denkt ihr euch, hä? Das ist doch eigentlich viel weniger wie eine Just Frame. Also viel weniger Aufwand. Das Ding ist, bei dem Moves hier, ja, muss man nicht Crouch Dash und, also, wie soll ich das erklären? Am leichtesten ist es so zu erklären. Ihr könnt entweder, ich sag's so, also, ein Crouch Dash ist ja da, Forward, Down, Down, Forward. Okay? Und bei diesen Crouch Dash Moves, ja, da könnt ihr euch mit dem normalen Input, ja, also 1, 2, 3, 4, den Basic Input, den Attack Input, könnt ihr euch Zeit lassen. Ihr könnt den früher drücken, ihr könnt den später drücken. Hauptsache, der Crouch Dash ist durchgekommen, ja. Da kommt es nicht auf ein Plus an, also auf ein gleichzeitiges Drücken, noch auf Timing, ja. Ihr könnt es willkürlich drücken. Ihr könnt zuerst Crouch Dash und dann vor. Oder ihr könnt direkt mit dem Crouch Dash vor, wie ihr das drückt, sobald es richtig rauskommt, ja, wo da ein riesiges Zeitfenster und viel Spielraum drin ist, es kommt trotzdem richtig raus. Und genau andersrum ist es bei Just Frames. Es muss genau sein, das Zeitfenster muss eingehalten werden, der Input muss perfekt sein. Und wenn ihr das nicht macht, dann seht ihr, was dabei rauskommt, dann kommt nämlich nur Schrott dabei raus. Okay, ich glaube, ich habe die zu viel geübt. Auf jeden Fall. Manchmal kommt dann nur Down, Forward, Voraus. Manchmal kommt dann nur Down, Voraus. Manchmal kommt Forward, Voraus. Da kommen sehr viele verschiedene Sachen raus. Und warum ist es so? Ganz einfach, weil diese Just Frame hier, genau wie Heihachi seine, so performt wird. Forward, Neutral. Ja, eine
klitzekleine Pause, Millisekunde Pause. Das heißt, nicht direkt danach drücken. Forward, Neutral, Down, Forward, Plus, Four. Seht ihr? Und guck mal, was da rauskommt, wenn ich Down, Forward, Plus, Four drücke. Viel mehr als nur Down, Forward, Plus, Four. Und genau das ist der Grund, warum die Just Frame nicht durchkommen muss, weil ich es nicht genau gedrückt habe. Ich muss eigentlich... Seht ihr? Seht ihr, da zählt nur das, bis wohin der Command zu Ende geht, ja? Also nur bis Down, Forward, Plus, Four. Das dahinter ist völlig egal. Aber wenn irgendwas davor ist, was nicht stimmt, dann kommt diese Attacke auch nicht raus. Und genau das ist das Problem. Weil ihr denkt, okay, aber vom Input her das zu drücken, ja? Das zu drücken ist ja viel schwieriger, stimmt nicht. Weil ihr den Crouch Dash nach Forward könnt ihr einfach sliden, indem ihr Down festhält und danach nach zum Forward zieht, ja? Ja, als wäre das eigentlich nur ein Button, den ihr durchrutscht. Das Problem bei dem Just Frames ist aber, dass ihr Forward, Neutral und dann Down, Forward plus 4. Das heißt nicht nur, dass ihr Down, Forward genau in der Mitte drücken müsst, damit wirklich auch nur der hier rauskommt, ja? Und nicht sowas oder sowas, ja? Dass ihr auszusehen irgendein Input vor dem Down, Forward drin habt. Und gleichzeitig müsst ihr noch darauf achten, dass ihr währenddessen im selben Moment, in dem ihr Down Forward drückt, auch vordrückt. Seht ihr, so kriege ich das gar nicht hin. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Seht ihr? Und genau das ist das Schwierige. Ihr müsst Forward, Neutral und dann nur Down Forward und das gleichzeitig noch mit vor. Und das alles in einem sehr kleinen Zeitfenster. Weil wenn ich zu früh drücke, kommt sowas raus. Wenn ich zu spät drücke, kommt sowas raus. Ja? Ich kann sogar ein bisschen schneller machen. So, das war schon, ja. Seht ihr, ich habe es jetzt so oft versucht. Ich habe es jetzt so oft versucht und es hat so oft nicht geklappt. Der Trick dabei ist, wie ich es mir einfacher gemacht habe, ich habe erstmal hingefühlt, so, wo genau, wenn ich reindrücke, kommt eigentlich das Down-Forward raus, ja? Weil man denkt sich, da gibt es ja eigentlich nur dieses Zwischendrin, aber greife ich das jetzt mehr zentral vom Controller, vom D-Pad, gehe ich weiter nach außen, drücke ich das ganz kurz, drücke ich es mit meiner Daumenspitze, wie drücke ich es, wie kann ich gucken, dass ich es gut gleichzeitig und rechtzeitig drückt, an das alles müsst ihr erstmal kommen, ja, und für mich, ich habe es so einfach gemacht, ich habe meinen Daumen schon daran gewöhnt, genau in dieser Position zu bleiben, wo das Down Forward ist, das ich für die Just Frame brauche, ja, das ist sozusagen das berührt, ich weiß nicht, ob man das hier gescheit sehen kann. Ich kann den Controller gerade nicht komplett drehen. Da ist die Kamera so. Ja. So, ich drücke sozusagen nur mit einem Daumen beide runter. Ja, mit einem Daumen beide runter. Und das Ding ist, ich habe meinen Daumen schon so positioniert, dass ich mit der oberen Hälfte, mit der Spitze meines Daumens, Forward drücken kann. Und mit der unteren, also mit der Face-Seite, sage ich jetzt mal, meines Daumens, ja, also hiermit drücke ich Forward und hiermit drücke ich Down. Ja, deswegen ist es für mich einfach, weil ich meinen Finger gar nicht wegbewegen muss. Ich muss nur auf verschiedene Weise runterdrücken. Zuerst nur mit der Spitze und dann mit meinem kompletten Daumen. Ja, ich muss ihn gar nicht wegbewegen. Und so ist es für mich am einfachsten, die Just Frame zu drücken. Für euch ist es vielleicht irgendwie anders besser. Manche machen Bewegungen mit dem Stick rein, ja, mit dem Analog-Stick, was ich eigentlich gar nicht empfehlen würde, wenn ihr euch mit Input 0 auskennt, außer ihr habt Movement-schwache Charaktere, wie zum Beispiel Eddie. Aber für so Leute wie Mishimas würde ich das 0 empfehlen. Und ja, wie gesagt, ihr müsst es erstmal selbst ausprobieren, weil ich glaube, ich habe euch schon dieses... Also das Schwierige an der Just Frame und diesen Move auszuführen, habe ich euch eigentlich schon beigebracht. Aber um wirklich herauszufinden, wie groß dieser Unterschied zwischen einem normalen und einem Just Frame Move ist, ja,
Das müsst ihr erstmal ausprobieren, weil ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viele Stunden bzw. Tage bzw. Wochen ich dran saß, um nur irgendeine Just Frame von 10 Versuchen einmal hinzubekommen. Ja? Ihr werdet wahrscheinlich ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang, wenn ihr euch anstrengt, ja, sage ich jetzt mal, ihr versucht 500 Stück, davon kommen vielleicht 3 oder 4 raus. So krass ist es. Wenn ihr talentiert seid, wenn ihr das alles schon gelernt habt, wenn ihr den Input drauf habt, dann sind es von 110. Irgendwann mal sind es von 50, 10. Und selbst für die talentiertesten Spieler, ja, die in Turnieren mitspielen und so, ich gucke die auch alle, habt das alles gesehen. Selbst für diese Leute gibt es kein 10 von 10 bei Just Frames. So krass sind diese Moves. So. Und bei Horlang wie bei Heihachi ist es diese Bewegung hier. Down, neutral, down, forward, four. Bei Heihachi ist es der TGF, da macht man ihn mit One, aber da kommt eigentlich genau das gleiche raus. Brian ist da speziell, so wie Paul und Bruce, Bruce sage ich schon, Paul und Steve, die haben nämlich eine ganz besondere Just Frame, die eigentlich einfacher ist. Und zwar ist es bei Brian zum Beispiel ist es sie am besondersten, weil man davor, ja, einen Taunt ausführen muss. Das ist 1 plus 3 plus 4. Okay? Dann macht er den Taunt. Und erst nach diesem Taunt ist sein normales Forward Forward 2 zu einem Just Frame Forward Forward 2 geworden. Ja? Ich kann es euch nochmal so zeigen. Das hier ist ein normales. Ja, ich treffe den Gegner jetzt mit Absicht nicht. Ich mache den Taunt. So, gesehen. Bei Brian ist es sogar speziell, er hat sogar zwei verschiedene Just Frames und das in einem String. Ja, der wird abgebrochen, aber der geht eigentlich noch weiter, wenn ich es hinkriege. Das hat aber nur Brian drauf, aber dieser Move, der sieht zwar krank aus und stark aus, den sollte man aber eigentlich nicht benutzen, weil der ist so krass punishbar, der ist so krass negativ. Das einfach nur gefährlich und den Gegner zu taunten und dann mit dieser Attacke durchzukommen, ist online fast schon unmöglich. Also, man soll sich nicht so von so krassen, übercoolen, aussehenden und starken Attacken beeindrucken lassen. Man sollte eher, wenn man guter Tekken-Spieler ist, echt darauf achten, was für einen Vorteil bringt die mir, was für einen Nachteil hat die mir, nutzt es was, wenn ich sie einsetze, sollte ich es lieber lassen, weil ich sonst nur kassiere und solche Sachen halt. Und bei Horlang ist es halt, das hat nur Plus. Das hat wirklich nur Plus. Denn bei Horlang wie bei Heihachi hat man den Vorteil, dass der Gegner viel höher gelauncht wird. Ja? So. Wenn ich jetzt eine normale mache, habt ihr gesehen, er war viel weiter unten. Und bei Heihachi ist es gleiche. Also man holt sich da viel mehr Plus dabei raus. Bei Paul ist es so, der hat ein Dreier-String. Und der geht down 4, 1 plus 2, der macht dann so einen Dreherkick unten, dann macht er ein Elbow und zum Schluss mit 1 plus 2 macht er den hier so, so streckt er seine Hand aus. Wenn ihr nach dem 2 das 1 plus 2 richtig getimed habt, also während das connected hat, 1 plus 2 drückt, dann wird es zu einer Just Frame. Warum laber ich eigentlich? Ich zeig's so. Ich will euch eigentlich nicht alle zeigen, weil das ist eigentlich so gesehen schon Zeitverschwendung. Ja, wir haben eigentlich noch wichtigere Sachen, aber ich zeige es euch jetzt einfach kurz. Weil dann hätten wir diese ganzen Standardsachen durch. So. Einmal Paul und einmal Steve. Habe ich eine Just Frame? Ja, nee, die von Jack ist Quarter Circle Forward One. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist genau der gleiche Move. Es sind eigentlich, wie gesagt, Moves, die es an sich schon gibt, nur die dann blau werden und denen ihre Properties, also ihre Eigenschaften werden verbessert. Aber wie gesagt, diese Attacken kommen nur beim perfekten Timing raus. Und
Just Frame, deswegen heißt es auch Just Frame, ist wirklich nur eine Frame, ja. Also, ihr könnt euch darüber streiten, wie viele Frames jetzt ein bestimmter Move hat. Ich zeige euch zum Beispiel mal ein. Jetzt die Just Frame von Paul, wenn ich sie hinkriege. Weil die kriege ich auch nicht oft hin. So, das war die normale. Die kann von mir aus 6 bis 8 Frames haben. Macht ihr aber die blaue, die Just Frame, dann ist es wirklich nur eine. Seht ihr? Und die kommt wirklich nur raus, wenn ich sie perfekt getimed nach dem Elbow 1 plus 2 drücke. Nur dann kommt es raus. Bei Steve ist es die einfachste Just Frame überhaupt, aber auch die gefährlichste. Denn bei Steve kommt es raus, wenn ihr in Stance geht, Forward 3, 2. Kannst machen, Forward 3, 2. Und Forward 3, 1. Ja? Einmal der Move hier und einmal der Move hier. Wenn ihr das normal macht in der Stance. Haltet ihr die Stance aber gedrückt, ja? Haltet ihr Forward 3 gedrückt und drückt dann 1 oder 2. Dann seht ihr, habt ihr es gesehen? Das ist dann wiederum die Just Frame. Oh nein, jetzt gehen wir da runter. Egal. So, nochmal von der Seite. Habt ihr gesehen? So. Und das Ding ist, diese Just Frames heißen auch Just Frames oder sind so speziell, weil wirklich ab dem Punkt, ab dem sie losgehen und treffen, das ist wirklich nur eine Frame. Verstanden? Deswegen bei Steve gehen sie, glaube ich, sogar durch die Verteidigung, weil sie sonst viel zu sinnlos wären. Ja, viel zu sinnlos. Weil guckt euch mal an, was ihr dafür machen müsst. Ihr müsst in eine doppelte Stance gehen und die Startup Frame da vorne ist so langsam, dass der Move eigentlich schon komplett nutzlos wäre. Ja. So, nochmal. Ich probiere es jetzt mal auf der anderen Seite und schon wieder. Ah, gut. So, habt ihr gesehen? Hat man gesehen. So, und das sind halt die Just Frames. Das habe ich euch jetzt eigentlich schon erklärt, wer das alles kann. Und bei denen sind es halt bei Steve sind es die Knockdown, diese Counter-Option, die das Plus bringen. Bei Paul wie Brian ist es der Wall Splat, der das Plus bringt. Und bei Jack wie Horlang, wie Hey Haji, ist es der Launcher. Es kann sein, dass andere Charaktere noch eine Just Frame haben, die ich vergessen habe. Sorry deswegen. Aber das ist es im Grunde genommen. Ja, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. So. Da hätten wir das, 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 das. So. Und jetzt zeige ich euch noch Rage Art zum Schluss. Ich habe gesagt, das kommt ganz zum Schluss. Aber das will ich jetzt aus dem Weg räumen. Weil danach jetzt was kommt, was match-technisch sehr wichtig ist. Dafür nehmen wir jetzt einmal Jin. Einmal Jin. Und ich glaube Katsuya, obwohl den seine mit ist. Ja, wir nehmen Katsuya, ja. Schon wieder die zwei. Jetzt weiß ich nicht, welche Kleidung ich für Jin genommen habe. Wurscht. Rage Art und Rage Drive. So. Neue Attacken, die erst in diesem System aufgetaucht sind, davor gab es sie noch nicht. So. Was bringen diese Moves? Wie führe ich sie aus? Wie er sie ausführt, steht hier. Bei Katsuya eigentlich auch, wenn Katsuya jetzt kein Computer wäre, würde es auch dastehen. Ihr könnt in der Kommandozeile, hier in der Liste für Angriffe, seht ihr direkt die ersten zwei Attacken ist bei jedem Charakter, sind die Rage Art und Rage Drive. Okay? So, jetzt versetze ich uns beide mal in. Anzeige, da hinten ist es. Deine Rage, ein Gegner Rage, ein. So, jetzt bin ich in Rage. Okay? Wie gesagt, das passiert nur, wenn der Lebensbalken komplett das Gelbe weg ist und nur noch Orange da bleibt. Dann seid ihr in Rage, dann könnt ihr auch diese Attacken benutzen. So. Das normale, der Rage Art ist eigentlich eine Attacke, die ein Angriff ist und danach wie ein Packer wirkt. Das heißt, sobald sie einmal getroffen hat, das ist wie so diese Super Finishing Endmove Attacke, wie bei Mortal Kombat oder weiß ich von anderen Fighting Games. Sobald diese Attacke einmal getroffen hat, kann man nichts mehr dagegen machen. Je weniger Leben man hat, desto mehr nimmt sie ab.
je weniger Combo man davor macht, desto mehr nimmt sie ab. Und bei Jhin ist es jetzt Back 1 plus 2. Seht ihr, einmal getroffen. 17 Hit und 57 Schaden. Jetzt mache ich mal das hier. 17 Hit und 57 Schaden. Das müsste jetzt heißen, 115 müsste rauskommen. Weil 58 plus 57 sind 115, soweit ich weiß. Und das waren gerade wie viel? 81? Seht ihr? Je größer der Combo ist, desto weniger nimmt es ab. Okay? Und Rage Arts sind einfach normale Attacken, gegen die man sich, ja, gegen die man sich eigentlich schützen kann. So. Das ist halt der Vorteil. Jetzt kommen movementmäßig die Nachteile von den Rage Arts. Und zwar, nein, jetzt nicht. Und zwar wiederholte Aktion, nein. Andere Einstellungen. Jetzt müsste eigentlich hier sein. Da. Nein. Da, genau. Auch nicht. Wo ist denn das Ding? Gegnerstatus. Mein Status. Blickrichtung. Ja, dann zeichne ich es einfach auf. Okay. Ist eigentlich total bescheuert, wenn man das einstellen kann, aber ich bin gerade einfach nur zu blöd, um es zu finden. Und zwar der Nachteil von Jhin's Rage Art ist, sie ist high. Man kann sich dagegen ducken. Und dann könnte er mich auch direkt punishen, weil jede Rage Art ist punishbar. Bei Katsuya aufzeichnen. Wie ging die jetzt nochmal? Liste der Angriffe. Ja, geil. Auch. Ah, Liste der Angriffe, so. Rage Art, während Rage, da steht es ja auch. Anders geht's nicht. So. Mit. Das heißt, würde mein Jhin jetzt. Ja, Magic 4, ihr habt's gesehen. Würde mein Jhin jetzt nach hinten laufen. Sidestep wäre, glaube ich, auch möglich, ist aber zu gefährlich. Würde Jhin jetzt nach hinten laufen. Dann würdet ihr euch dagegen verteidigen. Am besten setzt ihr diese Moves ein, wie den Armor-Move, genau wie den Armor-Move. Wenn der Gegner schon angegriffen hat, also während er sozusagen schon an euch dran ist mit dem Angriff, ja, wenn ihr schon seht, okay, er hat seine Faust ausgestreckt, er hat mich eigentlich schon getroffen, dann macht ihr es. Weil dann hat der Gegner überhaupt keine Möglichkeit mehr. Überhaupt keine Möglichkeit, weil er mitten in seinem Move ist, ja. Plus und Minus ist neutral. Das ist auf so einem Punkt, dass du einfach durchgehen kannst, weil Rage Art auch Armor hat, also Power Crush so gesehen, wenn es von High kommt. Okay? So. Deswegen, wenn ich jetzt, wenn. Ich zeig's euch mal hier aufzeichnen. Ja, genau, das machen wir. So. Okay, abspielen. Seht ihr? Wie ein Armor. Er hat angegriffen, aber es ist trotzdem durchgegangen. Das heißt, wenn das kommt, dann lieber ducken oder nach hinten gehen, je nachdem. Wenn die Attacke von unten kommt, könnt ihr sie nicht nur ducken, ihr könnt sie sogar low parryen. Genau wie bei Katsuyas. Abspielen. Kann ich sie auch parryen, ja? Der Nachteil ist, glaube ich, lass mal abspielen. Nochmal. Nochmal. Ich bin zu langsam. Nee, selbst down, selbst low has armor. Okay, das ist dann.
Also Powercross, das ist dann ein Vorteil gegenüber dem, aber der größte Nachteil davon ist, ja mach's doch. Sie sind extrem punishbar, da steht's gegen Angriff Konter. Das heißt, sie sind punishbar. Und das ist halt der allergrößte Nachteil von diesen Moves. Die sind alle punishbar, sobald ihr wisst, wie man sie blockt, darüber gibt es sogar Videos in YouTube. Sobald ihr das wisst, kann der Gegner sie eigentlich nur benutzen, während ihr angreift, weil er sonst verlieren würde, ganz einfach. Okay? Das sind die Rage Arts. Rage Drives kann man genauso benutzen wie Rage Art, also nur, wenn ihr in Rage seid, beziehungsweise wenn euer gelbes Leben weg ist. Ihr könnt es auch nur einmal benutzen und dann ist euer Rage weg. Und sie sind aber auch Armor Moves, aber gleichzeitig auch punishbar, beziehungsweise konterbar, okay? Bei Rage Arts ist es halt immer eine Attacke, wie ihr gerade gesehen habt, die dann zu sozusagen einer Sequenz führt. Bei Rage Drives ist was anderes. Es ist eine ganz normale Attacke, die nur besonders ausgezeichnet ist. Und zwar zeige ich es euch jetzt erstmal bei Kazuya. So, das ist seine Rage Drive. Ja? Das ist eigentlich der Move hier nur mit einer Drehung. Und er hat einen Vorteil, weil er den Gegner in eine andere Position wegfetzt. Und wie gesagt, das ist einfach nur eine Attacke. Das heißt, es gibt den Vorteil, dass ich sogar ein Combo damit machen kann. Und weil Kazuya sich ja mit Up Back 1 plus 2 in Devil verwandeln kann, hat er hier den Vorteil, dass seine Rage Drive sogar noch einen besonderen Effekt hat. Ja? Würde ich das jetzt mit ihm machen, dann würde er einfach so bleiben. So, das ist der Vorteil bei Kazuyas. Der Vorteil bei Jins ist, dass es vier Attacken sind. Und jede von diesen, ja, die ersten zwei kommen automatisch, Crouch Dash, One plus Two. Das muss man einzeln drücken, das Three muss man einzeln drücken. Und das One muss man einzeln drücken und es ist auch ein Wall Splat. Ich könnte jetzt, wenn ich es hinkriege, na komm. Na komm. Jin. Ja, fast. Er will gerade nicht. Habt ihr das gesehen? Ich könnte den Combo sogar noch anders weiterführen, weil er cancelbar ist, ja? Er ist abbrechbar, weil es eigentlich ein Rage Drive String ist. Und anders. Nee, eigentlich genau. Es kommt drauf an, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt lang Combo machen würde, wie zum Beispiel den hier. Und dann, ja, komm. War zu langsam. Ernsthaft. Seht ihr, da würde der Rest gar nicht mehr treffen. Es nimmt aber genauso viel ab. Und wenn ihr das aber optimal macht. Das habe ich mir jetzt extra, den Kumpel habe ich mir jetzt extra sozusagen in einer Stunden-Trainingssession angeeignet. Ich bin alle Optionen durchgegangen. Das hier ist die einzige Option, ja, der einzige Launcher bzw. Combo-Starter, mit dem ihr kein Minus mit Jins Rage Drive macht und alles sogar noch durchgeht. Und das ist bei jedem Charakter anders. Rage Drives sind eigentlich je nach Charakter ausgerichtet. Brian hat einen, den sein Back One ist ein Launcher. Der fetzt den Gegner extrem hoch oder wenn der Gegner auf dem Boden liegt, dann liegt er da nach der Attacke nochmal doppelt so lange auf dem Boden. Das gleiche bei King, weil King kann ja auch Ground Breaks. Bei Heihachi ist es auch sowas, da ist es der Headbutt. Dann gibt es von Lucky Chloe irgendeinen Spin, den man aber low parryen kann. Bei Eddie ist es eine Erweiterung von seiner Relax Stance. Bei Paul ist es seine Death Fist, die sogar noch Pushback hat. Bei Steve ist es eine Kombination von Fäusten aus einer Stance. Bei Law ist es der Anhang vom Dragon Tail zum Legend Kick und lauter so ganz persönliche Sachen, ja? Ganz persönliche Attacken, die eigentlich im Normalfall bei den meisten Charakteren jetzt ausgenommen von, ja gut, sagen wir es mal so,
Jede Attacke gibt es im Normalfall. Sie wird dann aber entweder ganz besonders kombiniert, wie man sie normalerweise nicht kombinieren kann, oder sie bekommt einen Status, einen besonderen Effekt, den sie im Normalfall nicht hat. Das ist das Besondere an Rage Drive. So, dann hätten wir das, was ich euch jetzt noch zeigen werde, ganz kurz. Okay. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, weil diese ganzen Rage Drive, Rage Art, besonderen Sachen, könnt ihr euch im Internet nachgucken, nachschauen. Ich mache das jetzt nicht extra, weil davon gibt es schon Millionen von Videos. Sogar die Kombination, die Kombos an sich, wo kann ich es am besten einsetzen, gibt schon alles. Deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal extra. Und was ich euch jetzt noch zeigen kann zum Schluss, bevor es richtig losgeht, und ich habe entschieden, ich mache das in einem kleinen Extra-Part, weil eigentlich ist es nicht mehr viel, aber sonst wird es zu viel für diesen Part hier und das will ich wiederum nicht. Ich mache den dann gleich danach, ja. Also keine Angst, der wird dann schnell kommen. Und zwar die Controller-Einstellung. Es ist so, dass hier während des Kampfes, das ist neu, während des Character Select könnt ihr das jetzt einstellen. Im Normalfall ist es nur im Kampf oder in Optionen, so seit Tekken 7 ist es auch während der Character Select. Und zwar ist es so, dass ihr jeden Knopf einstellen könnt, so wie ihr ihn gerade braucht. Die Face Buttons, die würde ich so lassen, ja, 1, 2, 3, 4. Was ihr aber abändern könnt, ist, weil ihr die Möglichkeit habt, 1 plus 3 den 1 Throw, 2 plus 4 für den 2 Throw. 1 plus 2 für beide Fäuste, 3 plus 4 für beide Kicks, was auch Throws sein können, genau wie 1 plus 4 für besondere Attacken und Throws und auch 2 plus 3. Könnt ihr alles auf einen besonderen Knopf setzen? Nicht alle auf einen, das geht ja nicht, das wäre auch blöd, sondern ihr habt ja hier L1, R1, R2, L2, R2, L3, R3. Okay? Das sind die, die zu vergeben sind. So. Und ja, ich habe das so gemacht. Ich habe bei mir L1 habe ich den 2 Throw, R1 habe ich 1 plus 2. Da muss bei Rage Drive und Rage Art von Jin gar nicht so viel machen. 3 plus 4 und 1 plus 4, weil das sehr viele Key Moves von den meisten Charakteren sind, die ich spiele. Sehr wenig haben ein 2 plus 3 und ein 1 plus 2 plus 3 plus 4. Brauche ich gar nicht, weil es erstens ein Charge-Up ist, den ich eigentlich gar nicht benutze. Und falls ich ihn doch brauche, dann benutze ich einfach, dann drücke ich bei in meinem Fall einfach R1 plus L2, weil das ist dann auch eigentlich 1 plus 2 plus 3 plus 4. Okay, so müsst ihr das sehen. Ja, und ihr müsst es halt so wie euer bester Charakter, euer Lieblingscharakter, mit dem ihr den meisten spielt, welche Attacken, welche Button-Bindings. Brauche ich da am meisten? Wo setze ich sie hin, dass ich sie mir am besten merken kann? Und seit Tekken Tag, nein, seit Tekken 7, Rage Art, also gibt es dafür auch einen Button, das habe ich auf R3. Rage Drive gibt es nicht, ist aber auch klar wieso, weil ja nicht immer das komplette, wie wir jetzt bei Jin, der komplette String durchgeführt werden soll, sondern auch mal abgebrochen werden kann. Und auf L3 habe ich die Story-Hilfe, die ihr aber nur in der Story braucht. Und hier kann man noch einstellen, mit Analog oder nur D-Pad zur Bewegung. Okay? Und in Turnieren, soweit ich weiß, sind Button-Bindings verboten. Aber für Anfänger, gerade für euch, damit ihr leichter an euren Charakter kommt, damit ihr leichter durch die Kombos kommt, damit ihr euch da nicht verändern müsst, wäre Button-Binding für euch optimal. Weil zum Beispiel hier. Ja, 1 plus 2 Punish, Rage Drive und Rage Art. Habe ich bei Jin alles hier auf dem Knopf. Ja, nur mit einem Plus von der Bewegung. Deswegen macht man sowas, okay? Ja, und das wäre es jetzt eigentlich mit dem Standardzeugs. Jetzt kommt eigentlich das wichtige Zeugs. Ich wollte das eigentlich noch in dem Part machen, aber wir sind schon über eine Stunde und so krass überziehen will ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt so, dass ich das direkt im Anschluss in einem neuen Part mache, weil da noch was dazukommen könnte und das ein bisschen länger sein könnte. Also, ihr müsst nicht lange warten. Ihr habt schon was zum Vorgucken. Direkt danach kommt noch was. Und jetzt noch was ganz Besonderes, bevor ich es vergesse, zwecks Character Tutorials. Ich habe nämlich schon eins gemacht
Und zwar mit dem da Katsuya Mishima, the Main Man. Das braucht aber noch ein bisschen für die Feinheiten, die ich einarbeiten muss. Dauert aber nicht mehr lang und dann ist es auch da. Also das erste Character-Tutorial wird sehr bald nach dieser Serie hier da sein. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid gleich im Anschluss auch mit dabei. Und bis dahin war's das. Wir sehen uns bald wieder. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube World.